Leute, das ist hier, ja, ich stehe jetzt hier mit Titus Gebel bei den Mallorca Blockchain Days. Und Titus und ich, wir haben uns ja schon mal getroffen in Acapulco. Da hast du auch ein sehr spannendes Thema gehabt, nämlich private, freie Privatstädte, richtig? Und was hat das mit Blockchain zu tun? Ja, ich sag mal so, es ist, Blockchain sind Alternativen zu bestehenden Technologien, zum Beispiel Register und so weiter, und es schafft eben auch die nicht manipulierbare Kryptowährung, Bitcoin ist quasi die Blockchain, der Urvater der Blockchain. Und was ich anbiete, ist eben auch eine disruptive Technologie für unser Zusammenleben. Und interessanterweise kommt es besonders bei Blockchain und Krypto-Leuten gut an. Deshalb werde ich häufig eingeladen auf solche Konferenzen, wie auch jetzt wieder. Weil es natürlich nichts bringt, wenn man eine dezentrale Ordnung hat, aber man nicht mehr nach Hause gehen kann, ohne verhaftet zu werden, weil man eine Technologie benutzt. Oder wie es so schön heute gesagt wurde, dass man Wert übertragen kann ohne Erlaubnis. Schon cool, oder? Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ist es eben heute nicht mehr. Und ich glaube, da haben wir eine Menge Gemeinsamkeiten, weil ich sozusagen einen Rahmen anbieten kann. In dem sowas möglich ist in legaler Form, wo man auch in Ruhe gelassen wird von staatlichen Stellen. Also eine sag mal, eine Privatstadt, ja, das ist ja so ein Traum von vielen, ich sag mal so in der Krypto-Szene, Anarchisten, die sagen, wir wollen uns selber bestimmen, selbstbestimmt sein, selbst der Herr sein. Wie realistisch ist das in der heutigen Zeit? Ja, also man müsste natürlich sagen, wir können die Welt nur nehmen, so wie sie ist. Das heißt, wir werden jetzt keine Privatstadt irgendwo gründen können, die vollständig autonom ist. Das ist unrealistisch. Obwohl natürlich die Seasteading-Leute das gerade versuchen auf hoher See. Worüber wird das gemacht? Das habe ich auch gelesen. Vor der Küste von Thailand. Okay. Ja, also wer Interesse hat, unbedingt mal beim Seasteading-Institut auf die Webseite gehen. Da gibt es ein paar Videos. Hochinteressant. Die Idee dort ist einfach, dass man sich außerhalb der Hoheitsgewässer platziert, auf hoher See. Da werden so Plattformen jetzt auch angeboten zum Kauf. Ich glaube, es gibt schon ab $150,000, kann man quasi so ein kleines Hausboot schon bekommen, auch wellensicher. Nein, wir gehen einen anderen Weg. Wir docken quasi an mit dem Privatstadtmodell an das Modell der Sonderwirtschaftszonen, würden die aber weit ausweiten. Das heißt, es ist dann eher so eine Sonderverwaltungszone. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das Verhältnis Hongkong-China oder Monaco-Frankreich mit Einschränkungen, wo der jeweilige Stadtstaat eine große Autonomie hat, aber keine vollständige. Also China etwa ist außenpolitisch und verteidigungstechnisch Bestandteil Chinas, hat aber ein eigenes Parlament, das eigene Gesetze verabschieden kann, hier haben sogar eine eigene Währung. Und von daher, was wir gerade machen und was auch Realität wird, kann man jetzt schon sagen, ist, dass wir mit einem Land in Mittelamerika in Verhandlungen sind über die Einrichtung einer solchen Zone. Da muss man auch ein paar Kompromisse machen, da gelten dann bestimmte internationale Verträge weiter, aber im Großen und Ganzen können wir da unser ganzes Ding selber regulieren. Wir haben eigene Sicherheit, wir haben eigene Gerichte. Und von daher kann man dann auch den Leuten anbieten, pass auf, komm hierher, jeder kriegt einen Vertrag. Da steht also drin, was deine Rechte und Pflichten sind, wie viel du bezahlen musst. Und da gibt es kein Parlament oder sonst eine Regierung, die dann einfach die Regeln ändert. Das wird auf Blockchain-Basis quasi realisiert mit Smart Contracts? Nein, diese Sachen sind noch zu komplex, um sie auf Smart Contracts zu machen. Was man aber, wofür die Blockchain benutzt wird, ist als Proof of, also als Nachweis für die Eigentum von Unternehmens, von Grundstücksübertragungen, sodass selbst wenn, sag ich mal, das Register später mal gefälscht wird, dass man dann eine wasserdichte Sache hat. Das Tolle ist, wir fangen ja bei Null an. Ja? Wir haben also ein Gelände, in dem uns quasi alles Land gehört, das haben wir auch gekauft von Privatleuten. Das gehört jetzt zu dieser Sonderzone und wir können ein neues Registersystem dort etablieren, ja? Was dann gebackt wird von so einer Blockchain. Also das ist mit Smart Contract, muss man auch sagen, es wird kommen, aber es ist momentan nicht ganz der Fall. Gerade im Bereich Real Estate Immobilien, wenn du den Leuten sagst, ja, so eine alte Oma muss mit Ethereum bezahlen, dann guckt die sich an mit einem großen Fragezeichen. Ja? Ja, viele Leute, die sich mal so private Städte hören, du hast ja jetzt hier ein neues Buch, zeig das mal, ja. Zeig mal kurz in die Kamera. Free Private Cities Making Governments Compete for You.
Das gibt es auch auf Deutsch, oder? Das Buch? Genau, ich habe das jetzt hier halt bei der Konferenz nur auf Englisch dabei, aber das Buch heißt Freie Privatstädte, mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt. Gibt es natürlich auch als E-Book und demnächst auch als Audiobuch. Es ist so, dass die Idee eben dort beschrieben ist und auch wie es geht. Weil ich möchte auch jetzt andere wirklich dazu bewegen, dass sie vielleicht selber über sowas mal nachdenken. Meines Erachtens ist es sinnlos zu versuchen, die Politik zu bewegen, indem man eine neue Partei gründet oder so, die dann sowas zulässt. Erfolgsversprechender ist es, wenn man sich so kleine Inseln raussucht und die einfach als Konkurrenzprodukt zu bisherigen Staaten betrachtet. Und dann können die Leute mit den Füßen abstellen. Ist etwas, was in der Crypto-Community natürlich gut ankommt. Es gibt so einige Zukunftsszenarien, wo es auch darum geht, dass die Städte, das kleine so Nation-States, auch wie Liberland oder solche, wirklich um den Kunden, den Bürger werben. Wir haben das beste Angebot, kommt zu uns, wir bieten Sicherheit, wir bieten klare Strukturen und ich kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft ein spannendes Thema ist. Das Buch kriegt ihr auf Amazon, ich werde es mir bei Audible auch mal runterholen, da gibt es auch schon. Ja, und da bin ich mal gespannt, wann die erste City an den Start geht, in Mittelamerika, sagst du. Ja, wie lange dauert es noch, bis da so die ersten Sachen spruchreif sind? Eigentlich sind die schon spruchreif, aber es ist wie immer noch so, in den letzten Zügen gibt es ein paar politische Themen und da muss man ein bisschen sich bedeckt halten, um das Projekt nicht vorzeitig zu gefährden. Aber es wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten, auf jeden Fall noch dieses Jahr, auch offizielle Ankündigungen geben. Wer Interesse hat, einfach auf der Webseite freeprivatecities.com in den Newsletter eintragen. Der kommt nur einmal im Quartal. Aber wenn es losgeht, wird man dann sofort informiert. Robert Titus, ich danke dir für das kurze Interview. Gerne. Free Private Cities, check es aus und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.